Hallo. Willkommen im neuen Video. Ich muss jetzt da. Das ist jetzt Baurezept. Zuschneiden. Für einen weiteren Landschaftsbau. Weil ich nicht mehr. Nur mehr Reste habe. Jetzt werden wir mal da die Gerade schneiden. Wirklich gerade? Aha, das ist. Gerissen. Das war zu stark. Jetzt zeige ich gleich wieder, wie das geht. Wir müssen da diese Schaufel lösen. Dann geht der Teil raus. Dann ziehen wir mal da die Schrauben an. Schraube auch ein bisschen lockerer. Ziehen wir das nach unten zuerst. Fädeln das da wieder ein. Loch. So. Festmachen. Ja. Dann holen wir uns dann halt ein bisschen mehr Draht. Und drückt auch ein bisschen nach unten, damit der wirklich gespannt ist. Und befestigt das wieder mit der Schraube. Und schon ist das wieder scharf. Dann werden wir da mal zurückgehen auf 4. 6 auf 4 und dann machen wir das mal. So, dann haben wir den Schnitt gemacht. Das sind diese Fuß. Ich habe unten ein Pedal, wo ich das ein- und ausschalten kann. Das ist wirklich ideal. So, wir brauchen jetzt dann da einmal den Schnitt. Genau entlang der unteren Grenze. Problem ist nämlich, ich brauche dann 4 cm. Und ich bin nicht sicher, wie ich das machen kann. So, dann wird das da weg da. Ich habe jetzt dort für noch weg. Ich bräuchte 4 cm, aber vielleicht ist der zu hoch. Gut, da ich das ja alles zusammenklebt, habe ich gedacht, das ist jetzt egal. Ich werde jetzt da mal noch in der Mitte einen Schnitt machen. Damit ihr jetzt besser seht, habe ich jetzt umgedreht. Wir müssen das auch schön 4 cm. Das heißt, das müssen wir wieder rüber. Ja, passt. Jetzt haben wir 4 cm. Also ich nehme jetzt die Holzschiene dazu. Und natürlich haben wir jetzt da einen tollen großen Schnitt, das ist klar. Ah, schon mal gerissen. Die Seite nehmen. Passt, haben wir
Vorteil. Der zweite folgt zugleich. So, zwei 4 cm Teile. Und die müssen wir jetzt dort hinzufügen. Also wir müssen da jetzt dann, wir werden weiterhin das so 19 cm haben. Das heißt, wir gehen von 1917 da auf 0 herunter. Da haben wir dann jetzt einmal die Höhe auf der Seite, dass wir da dann nochmal den Tunnel machen können. Jetzt müssen wir da auf der Seite natürlich auch noch die Höhe zusammenkriegen, weil von da weg, ja, das wird ein Stück werden. Und da weg ist da das im Tunnel bis daher und da auch. Und hinten kommt danach aus dem Tunnel heraus. Etwas kompliziert, aber das werden wir schon hinkriegen. Jetzt habe ich das doch zugeschnitten. Jetzt da. Da haben wir jetzt so halbwegs Schrägen darunter. Das heißt, wir bleiben da auch so tief, dann brauchen wir da nichts mehr weitermachen, weil da haben wir eh die Höhe. Das schaut recht gut aus, das gefällt mir recht gut. Und also so Feinheiten, das kann man schon noch ausgleichen. Da habe ich auch noch feine Parzell. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einmal, da müssen wir gerade machen. Das hat zugegeht, so passt. Schaut gut aus. Und mal da einmal wieder schrägen, die bis da her geht. Ja, da machen wir dann ein Riesen oder im Häuser, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls da kommt ja das Meer rein, durch unter der Brücke. Passt. Und da muss ich dann auch noch schauen, was ich da machen werde. Wenn ich da eine Mauer hochziehe, da bin ich mir nicht sicher. Ich werde mit dem Tunnel da erst da anfangen, weil da ist noch eine Weiche. Und wenn da irgendwas mit der Weiche ist oder halt die Lok ein Problem hat, dann möchte ich da noch mit der Hand zurückkommen. Also fange ich nicht da mit dem Tunnel an. Das war jetzt der nächste Schritt. Jetzt muss ich das da alles ankleben einmal. Dann haben wir das erledigt. Ja, das können wir auch gleich machen. Zuerst haben wir einen Müllsackel gegeben. Die ganz kleinen Stücke, die nehmen wir auch. Die kommen wir da rein, damit wir ein bisschen Abwirkung da haben. Auch das gehört zum Bauen dazu. Ja, einigermaßen sauber halten. So. Da musste man dann eben mit dem Staubsauger machen. Passt. Gut. Wir haben Leim geholt. Und da ist eine Zelle zum Beispiel für Streifen. Das passt dann schon. Wir werden mal mit dem anfangen. Und da umstreichen werden. Wegschneiden, damit das ja nicht
Abzug. Ne? Gut. Daran. Das habe ich mit dem Boxer- und Heilschneidergerät eben zugeschnitten. So. So ungefähr eine Schräge haben. Passt. So, jetzt haben wir dann das erledigt. Jetzt müssen wir dort nachkleben. So, da habe ich jetzt noch einen Teil. Den Schrägen, den werden wir da schnell mit dran kleben. Und dazu verwenden wir jetzt da das schnell. Böschung runter. Entschuldige, das ist ein Wackel und das Video, aber ich habe das auf dem gleichen Tisch stehen. Und jetzt haben wir ja da diesen Heilschneider, Handheilschneider. Da werde ich jetzt einmal so professorisch. Ich wollte das auch wegstellen. Passt. Sehr gut. Der stinkt schon ein bisschen mehr. Ja. So. Da habe ich jetzt einen Stab mit der Hand. Und da hoffe ich, dass ich jetzt da so einigermaßen. Lass mich jetzt von der Holz da führen und schneide das weg. Der braucht ein bisschen länger. Passt. So. Jetzt schauen wir da recht gut aus. Also gut, so schaut es jetzt dann aus von der Seite. Wir haben da eine Böschung runter, da habe ich jetzt auch abgerundet, damit es nicht so schräg runter geht. Und da habe ich jetzt auch, ihr seht ja, das bis zum Holzrand angepasst und da auch noch ein bisschen, das soll einmal die grundlegende Form im Mittelteil sein. Und da kommt dann eh noch der Tunnel. Da beim Tunnel bin ich schon, einen Teil habe ich noch, ich brauche jetzt eine Platte, damit ich den Rest machen kann. Dann haben wir mal da einmal eine Höhe erreicht, wo dann eben der Leuchtturm raufkommt und ich will da so eine Steinstraße rausmachen mit Häusern, Steinhäusern und dann hier so irgendwie, glaube ich, so runter eine Brücke, eine Steinbrücke, wo die Straße dann soll dann so verlaufen, da wieder raufgehen und dann zum Bahnhof gehen. So habe ich mir das jetzt einmal ungefähr vorgestellt. Mal schauen, wie das funktioniert. Eben, weil da müssen wir ja auch noch den Tunnel bauen. So. Hoffe, es war wieder was Interessantes dabei.